WhatsApp-Nachrichten ein. Trudeln, so wer alles online kommt und offline geht und sowas. Da fällt mir gerade ein. Verdammt, ich hab mir den ganzen Kaffee über die Tastatur gekippt. Kannst du Miller erreichen? Ich muss ihn noch mal treffen. Klar. Oh, so ein Zeichen. Ach, Dice, ich liebe euch für dieses Spiel. Moment, wo ist dieser Koffer? Da unten vielleicht? Ja, da fällt mir gerade ein, dass ich eigentlich mit Cheese auch noch machen wollte. Ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht kennen, aber egal. Diese verdammte Arschloch. Warum ist er nicht online gekommen? Da oben ist der Koffer! Komm ich da noch ran? Ich weiß, dass ich eventuell gerade mein Leben riskiere, aber... Für einen Koffer tue ich alles! Heli, sei bitte etwas nachsichtig. Ich versuche nur... Archipede. Wo bin ich jetzt? Oh. Naja. Why not? So schlimm ist das nicht. Verreckende Hölle, ich hasse dich so sehr. Du bist so blöd und ich mag dich nicht. Du bist so hässlich, ich kann dich nicht mal 2 Sekunden anschauen, ohne zu kotzen. Ja, das ist ein neues Liebeslied, an dem ich gerade arbeite. Das werde ich dann meinem absoluten Schwarm widmen. Kommt bestimmt super gut. Stell dir mal vor, ihr geht irgendwie zu irgendeinem Mädchen und singt dieses Lied. Ah, das wäre super. Oh Mann! Faith! Mann, warum tust du sowas? Zur Beruhigung muss ich jetzt ein wenig Fencheltee trinken. So nennt man in meinen Kreisen Wasser. Wuhu! Jetzt habe ich in dieser Aufnahme eigentlich schon Wuhu gesagt. Viel zu oft, wie mir dünkt. Nein, es geht nicht um Pflanzendünger. Und auch nicht um Ehek. Es geht um altdeutsche Ausdrücke, die ich gerne wieder in unsere geliebte Alltagssprache involvieren möchte. Sowas wie Halunke oder Halodri zum Beispiel, um mal ein Wortbeispiel hier vorzuweisen. Oder sowas wie, statt zu sagen, du bist ein echt krass abgefuckter Kerl, Kerl ist schon viel zu alt, ein echt krass abgefuckter Guy oder so, Mann, du bist echt ein Pfunzkerl, so, ne? Also sag das einfach mal hin und wieder mal. Bringt so ein paar alte... so ein paar alte deutsche Begrifflichkeiten wieder ein. Fände ich gut. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Allerdings wirkt es wenig seriös, wenn ich mit Tai für irgendwas bürge. Und Mr. Krawatte, was haben die dazu zu sagen? Nee, ich bürge für ihn! So. Ich hatte lustigerweise, als ich alleine das Spiel durchgespielt habe, immer Probleme hier oben raufzukommen, weil ich immer abgerutscht bin. Das ist echt merkwürdig. So, versuch nochmal 4 oder 5? Ich glaube 4. Ich bin zweimal so darunter gefallen. Ja, es müsste jetzt 4 sein. Nur so zur Info, meine Katze hat mittlerweile die Plastiktasche verlassen und hat sich das auf meinem Pullover niedlich gemacht. Was zum Teufel? Ich meine natürlich gemütlich gemacht. Okay, Faith. Wir lernen jetzt erstmal, wie man auf einem Objekt steht. Kurzes Tutorial für dich. Auf einem Objekt steht man, indem man sich auf ein Objekt draufstellt. Wie ich meinen Katzen durch dieses Schreien Angst mache, das ist echt lustig. So, nee, ich spring von der Matte an den Kran. Wo? Oh, knapp. Hast du gerade gemacht, was ich glaube? Verdammt, ich habe mir den ganzen Kaffee. Gut, ich dachte schon, ich springe daneben. Hey, kannst du Miller erreichen? Ich muss ihn nochmal treffen. Klar. Alter Faith! Alte Faith. So. Obwohl, alt ist sie ja nicht. Ich meine, schätzt mal alle, wie alt sie ist. Ich will, dass ihr in die Kommentare schreibt, was ihr glaubt, wie alt Faith ist. Ich bin ja für irgendwie Mitte, Ende 20. Was glaubt ihr so?
30, 60 oder doch nur süße 8. Es sollte aufhören, pädophile Züge zu zeigen. Ich gebe mich eindeutig viel zu viel mit Hacky ab. Koffer eingesammelt! 3 von 3 in diesem Level, finde ich gut. 12 von 30 insgesamt. Wir müssten eigentlich sogar alle haben, wenn mich nicht alles täuscht. Also alle, die es bis jetzt... Was? Weiß? Weiß. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich habe mir mal Roadburn angesehen. Wieso? Er ist Travis Burfield, Pope Security Chef. Denken Sie, er war das mit Pope? Vielleicht. Auf jeden Fall hat er Kate reingelegt. Er wollte, dass ein Cop dafür bezahlt. Und er war nicht allein. Er erwähnte ein Projekt Icarus. Burfield ist gefährlich, Faith. Er ist keiner, mit dem Sie Ärger haben wollen. Er hat meine Schwester verarscht. Es tut mir leid, Faith. Was denn? Das hier. Ich will auch nicht, dass Kate dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen, die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit, heißt es. Sie sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg, das gut zu Ende zu bringen, für uns und für Kate, ist ihnen was zu geben. Mich? Ja. Mich interessiert nur Kate und ihr zuliebe. Lass ich sie gehen. Doch wenn sie nochmal eine Waffe auf mich richten, erledige ich sie. Und vermutlich würde ich der Stadt damit einen Gefallen tun. Da bewegt sich ein Vogel Richtung Roadburns Meeting. Ist das Roadburns Partner? Vielleicht. Für mich sah er wie von der CPF aus. Und wie viele Leute kriegen hier einen Vogel in die Finger? Nicht viele. Wenn du sie erwischen willst, leg besser los. Und bleib vom Boden weg. Zu viele Cops. Warnung. Hochspannung. Liegt es an meinen verqueren Gedankengängen oder fand er diesen Move mit dem entwaffnen Ratte? Tote Ratte. Da steigt ja sogar Rauch auf. Armes Vieh. Ne, ernsthaft. Ah! Also irgendwie mag ich das. Wuhu! Der Controller vibriert so toll. Ich mag diese visuellen Effekte. Ich könnte ja stundenlang gegenlaufen. Ja, so viel zu meinen verqueren Gedankengängen. Ne, aber dieser Move mit dem Entwaffnen und dann... Was? Faith? Warum lässt du die Kante los? Ratte, du wirst sterben. Geschehen. So. Diesen Move da halt mit dem Entwaffnen und dann zückt er seine neue und sowas. Ich fand die ziemlich geil. Aber ich mag diese Cell-Shading-Cutscene sowieso richtig gerne. Eins der besten Inhalte in Mirror's Edge. ...5000 Walls? Manpower switch. Touching fans can cause serve injury or death. Helpline 045-430-05. Ruf doch mal alle an! Woo! Lebensgefahr! Wäre es Kid nicht gern sein Leben für sinnlose Rumhampeln auf Dächern? Ja, ich weiß, wir müssen Kate retten. Bla bla, Ehre, bla bla. Wie sehr ich dieses eigentlich wirklich richtig epische Spiel runterziehe. Das ist richtig traurig eigentlich. Secure and reliable connections by City here. With our network you are never alone. You are for never alone. Ha! Sollte man so als neue als Internetphänomen, wie heißen noch gleich? Ich habe diesen Spezial-Imba-Mega-Kombo-Namen vergessen.
Boah, das ging gerade noch mal gut. Ist das ein Zahlenschloss? Ja, mit Zahlencode. Zahlenschloss, ja, du mich auch. So, wenn ich es richtig gesehen habe, war da wieder so ein Koffersymbol. Right. Oh, erinnern diese Hütchen euch auch spontan an den VLC Media Player? Hütchen, Quatsch, nicht Hütchen, Koffer. Wo könnte der Koffer? Da oben vielleicht, verdammt. Da drüben hier, der Tür, was zum... Ach, tatsächlich ist das hier oben nur für den Koffer, oder was? Aber wo ist denn der Koffer? Vielleicht muss ich da hoch und mich ab... Geht das überhaupt? Nein. Anscheinend nicht. Aber wo ist denn hier dann der Koffer? Oder hatte ich ihn schon eingesammelt beim letzten Durchspielen? Ich will jetzt eigentlich auch nicht die ganze Zeit verplempern. Sag mir doch bitte, wo der Koffer ist. Ich denke, ich habe ihn schon. Denke ich mal. Kann man hier vielleicht noch irgendwo runter? Nö. Wow, die sind sogar wirklich der Sonne zugerichtet. Kluges Level-Design. Überlebe es! Brav. Ich sehe mir gerade die Baupläne an. Es ist ein Labyrinth und es ist ruhig. Aber wenn ein Vogel im Spiel ist, werden sie wohl in der Nähe des Daches sein. Du musst dir einen Weg nach oben suchen. Baustrahler. Sie strahle mich an. Ich war kurzzeitig irritiert. Doch dann fand ich meine Orientierung wieder. Ich wusste, es war nicht nur ein Traum. Tja, mal eben pseudo-episches Gelaber hier einwerfen, um auch ein bisschen das Niveau anzuheben. Ich sehe gerade rein gar nichts. Hier ist auch rein gar... oder? Wo muss ich hin? Oh, ich war da schon richtig? Ach so. Verstehe. Hey! Faith! Geht das? Das geht, okay. Und ein neuer Lüftungsschacht. Ich glaube, es gibt selbst in den schlimmsten Ethno-Film? Was ist denn mit mir los? In der Mischung aus Techno und Action. In den schlimmsten Action-Filmen gibt es, glaube ich, nicht mal so viele Lüftungsschächte. Ja, ich muss mal eben einen Schluck trinken. Ich habe irgendwie Kopfschmerzen. Das ist unglaublich, wie warm mir wird, wenn ich in meinen Aufnahmen hin und wieder... Oh! Geil! Geil! Ich bin da in meinem letzten Durchspiel runtergefallen. Vielleicht habe ich jetzt dadurch einen Vorteil. Das wäre richtig super. Schade. Höchst schade. Oh, ich habe deine Frage eben gar nicht gehört, Merk.